Können wir ja auch mal zwischendrin speichern bei der Gelegenheit. So, ich hätte gern noch so einen. Ja, hier macht er sich schön. Angefangen ist er schnell, mir fehlen aber die elektronischen Komponenten leider. Mit ein bisschen Glück. Haben wir sie morgen früh schon. Ist so ziemlich alles wieder verbraucht hier. Schau mal noch schnell die. Warum ist das hier offen? Sag mal, machen die ja alle Türen auf und lassen stehen? Sag doch gleich, hey, kommt her und überraubt uns. Unverantwortlich. Ich sollte vielleicht erstmal die Sachen essen, die verfallen. Außerdem schaffen wir so wieder ein bisschen Platz. War doch gerade irgendwas blau. So, ein Apfel bringt garantiert auch ein bisschen weniger Durst. Schön. Das soll erstmal reichen. Das trinkt mal. Schläft ihr mittlerweile in ihrem Bett? Ich glaube fast nicht. Ist aber auch egal. Keine Munition mehr. Ich hätte die falsche genommen. Handgranate. Halt. Half-Life. Tatsächlich. Auch Half-Life tatsächlich. Opposing Force. So, haben wir dann endlich hier was getrocknet. Oh, das ist zum Mäusemelken, ehrlich gesagt. Wie lange das dauert, bis das mal soweit getrocknet ist. Ich habe eigentlich echt gedacht, die brauchen mittlerweile auch Wasser, die anderen, aber ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben keine Rinde mehr. Ach, ich brauche es jetzt ja auch nicht zwangsläufig. Rinde werde ich noch genug finden, garantiert. Wenn es wieder hart auf hart kommt, jetzt habe ich ja eine Schrotflinte, jetzt kann ich tatsächlich einen Bären töten. Denke ich zumindest. Früher hat ein Schuss gereicht, wahrscheinlich brauche ich jetzt 3, 4. Ein Schwert herzustellen. Ich kann gar kein Schwert herstellen, warum steht das da? Verarschen mich. Ich will jetzt getrocknete Eingeweide haben.
Wo zur Hölle habe ich die Schaufel hingepackt? Ich weiß, ich hatte mal eine. Ah. Mach mal so noch ein bisschen. Dann darf ich das nicht. Wo zur Hölle soll ich Mais herkriegen? Ah, danke. Das heißt, mit den Seilen und den Harry Potter Zauberstäben kann ich jetzt mir endlich einen Bogen machen. Die nächste jetzt werde ich auch brauchen. Und das. Und das. Weiß nicht, brauche ich das auch. Die Harry Potter Zauberstäbe brauche ich, das weiß ich. Ich hoffe, ich kann jetzt endlich einen Bogen machen. Würde mich schon sehr freuen. Fangen wir an mit. Ah, da brauche ich. Okay, einen Langbogen. Das mache ich selber. Ich brauche noch Komponenten für die Pfeile. Es geht aufwärts. Also ein Bogen ist wirklich sehr, sehr wichtig. Der Köcher geht nicht zum Glück, geht soweit ich weiß nicht kaputt. Deshalb kann man auch ruhig einen teureren nehmen. Oh, super. Perfekt. Bin ich auch eh hier. Nochmal 20 Minuten. Und nochmal 20 Minuten. Equip? Nee, Add Arrows erstmal. Funktioniert ja super. Oh. Nicht schön. Guck ich gleich. Add Arrows. So, jetzt. Da. 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 Equipment. Quiver. Sehen gut aus, die Sachen noch. Okay, wir sollten eine Cola trinken. Und eine Kleinigkeit essen. Lassen wir auch mal hier. Die Komponenten brauchen wir jetzt erstmal nicht. Zumindest kurzzeitig nicht. So, wir sollten was essen. Wir essen, wir trinken das. Essen das. Leckere Dosenpfirsiche. Immer sehr beliebt. Bringen nicht viel. Gucken wir mal. Zwei, drei Stück könnte ich tatsächlich noch problemlos essen. Naja, hol dir das in den gefräßigen Wanst rein. So, danach muss doch voll sein. Und bis auf eins kriegen wir auch alles unter, das ist gar nicht mehr schlecht.
Oh ne, wir kriegen es unter dadurch. Und wir sind voll. Die Kartoffeln halten noch bis morgen. So, hier ist noch alles drin, was wir brauchen. Sieht gut aus. Mit ein bisschen Glück finde ich noch das eine oder andere, was uns weiterhilft. Ein Huhn zum Beispiel wäre nicht schlecht langsam. Oder Mais. Maissaat fände ich jetzt auch sehr schön, wenn wir die finden würden. Ich habe echt gedacht, das geht hier mega weit hinter, aber es ist doch nicht so extrem weit. Es ist der normale Weg von früher. Kann sein, dass die Karte ein bisschen kleiner geworden ist? Könnte auch noch geradeaus gehen. Hier bleiben wir erstmal stehen. Erstmal schauen. Ich weiß nämlich nicht, ob die noch da hinten sind wie früher. Immer lieber den. Bogen finde ich tatsächlich sehr viel besser als. Ich habe schon mal keine drin, das sieht gut aus. Bogen finde ich um einiges effizienter als die blöden Speere. Klar haben die von Anfang ihren Dienst erfüllt, aber. Bogen ist halt deutlich besser. Ist aber auch schwerer zu bekommen, dauert deutlich länger. Und brauchst natürlich die Eingeweide. So, könnte auf jeden Fall ein Camp sein. Oh, ich komme gar nicht in die Werkstatt. Doch, komme ich. Ein Zahnrad, das ist super. Halt. Alte Zündkerzen. Winterhandschuhe. Die haben alle den gleichen Schutz eigentlich. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Winterhandschuhe besser sind, wenn es irgendwann mal Winter gibt. Die haben es auf jeden Fall schon mal eingeführt. Wenn es den Winter gibt, dann wird es bestimmt auch noch sehr interessant. Erinnert sehr an die Tankstelle oben. Ein Teppich, den brauchen wir aber nicht. Ein Brett nehme ich jetzt einfach mal mit. Nichts, was ich unbedingt bräuchte. Ich meine, ich kann die super leicht produzieren. Aber nichts verkommen lassen. Was man hat, hat man erstmal. Okay, den hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Ich schiebe das Zeug rein. Das hat mich voll erschreckt. Okay, die sind immer noch da hinten. Jetzt müsste auch meine Spur verloren haben. Aber so schlau sind die Scharfschützen. Klar, die ballern dich auf weite Entfernung weg, aber wenn du wirklich an das Zeug ran willst, sollte man die Leute auch eigentlich rankommen lassen. Und sie vielleicht in Sicherheit wiegen. Weil wenn ich jetzt hier erschossen werde, ist es ein deutliches Sicherheitsrisiko. Was zur Hölle? Komme ich hier nicht hoch? Doch, geht auch.
Ein deutliches Sicherheitsrisiko, müssen sie nämlich rausgehen, um mich auszuplündern. Komm ich hier durch? Oder was? Waren jetzt hier hinten, glaube ich. Kommen hier auch Banditen? Ich weiß es nicht. Einfach nur ein Haus. Bleib mal noch vor diesem Haus stehen. Ah, ich kann mir vorstellen, dass es F nicht mehr die Taschenlampe ist, weil man ständig die Taschenlampe angemacht hat. Aus Versehen, ohne es zu wollen. Oh, super. Scheint keiner da zu sein. Ich guck trotzdem erstmal nach. Und Socken und keine Leiche. Aber auch dieses Haus ist uns eigentlich bekannt. Nix. Auch davon ganz viel. Tolle Spielsachen. Nur ein paar heimische Pflanzen. Was kann ich denn jetzt eigentlich mit dem Lehm machen, den ich mal gefunden habe vor Ewigkeiten? Sehr schön. Ah, okay, die Familie scheint abgehauen zu sein. Ich vermute mal, die haben eine Zeit lang gelebt und haben sich dann irgendwann doch dazu entschieden, abzuhauen. Kann ich aber auch verstehen bei diesen Mietpreisen hier. Einfach furchtbar. Das braucht man alles nicht. Ist ganz viel Zeug wiedergefunden worden, was einfach nur Müll ist oder gerade nicht gebraucht wird. Aber ich kann auch Müll nicht stehen lassen, weil Müll hat auch einen gewissen Wert. Und ihr wisst ja, das eine Müll. Moment, ich wollte noch einen Spitzhacke mitnehmen. Das eine Müll ist des anderen Schatz. Und ich hätte gern alle Schätze bei mir. Und hier hinten geht es wieder zur Mine. Ach ja, hier, dieser schwebende Strommast, den haben wir noch in dem Gedächtnis. Wir erholen uns auch langsam. Es ist nur ein weiter Weg bis dahin. Oh, da habe ich jetzt aber schon gehabt, dass ich mir das Bein nicht gebrochen habe. Das hätte jetzt ganz gut ins Auge gehen können oder aufs Bein eher. Los, leg mal jetzt. Ich brauche vor allem Eisen gerade,
Aber eigentlich ist Salpeter auch was Wichtiges. Und ich glaube, das sind zweimal Salpeter. Oh ne, ich schwefel dabei. Oh ja, ein bisschen Zeug zurückgelassen. Ich werde es wahrscheinlich wieder zurücklassen müssen, so wie ich einschätze. Bei meiner Sammelwut hier. Oh, Blätter. Wie konnte ich denn Blätter zurücklassen? Das ist Eisen oder Zink. Beides wichtig. Ist Zink. Das ist auch Zink. Ja, jetzt verarscht mich doch. Wenigstens kriege ich ein bisschen was zusammen. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich mit, einfach so weiterkomme. Also, ich meine, dass ich einen Generator herbaue und alles ist gut. Und ich komme weiter. Ich meine, ich kann es probieren. Aber da gehe ich vorher erstmal ins Hotel und baue da einen Generator, denn da weiß ich ja das, was dabei rauskommt. Kupfer ist natürlich auch nicht zu verachten. Kupfer und Zink brauchen wir ja. Dann brauchen wir natürlich noch Holzkohle, die wir selber herstellen können, und Salpeter und Schwefel. Ah, super. Great value, no doubt. Ich habe eigentlich schon seit vorhin überlegt, was Kelos immer gesagt hat. Ich wusste noch mit irgendwas no doubt. Und dann habe ich auch an Don't Speak von no doubt gedacht. Ist alles rot. Aber da ist grün. Kann auch wirklich sein, dass es überhaupt keinen Unterschied macht. Ein Funkgerät. Aber ich komme erstmal noch nicht weiter. Ich warte lieber noch, bis das ein bisschen respawnt weiter. Und dann kann ich immer noch ein bisschen weitermachen. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Ein bisschen was haben wir gekriegt. Aber Eisen ist ein bisschen Mangelware. Es dauert halt ewig, bis ich diesen Hammer habe. Und ich will ja jetzt auch nicht ständig meine Äxte zerstören damit. Weil dann habe ich halt, kriege ich halt nicht so viel raus. Klar, ich krieg auch noch viel raus, aber die Äxte sind ja auch nicht gerade billig. Das ist das größte Problem dran. Ich finde zwar immer Äxte, immer mal, aber mit dem Vorschlaghammer verbrauchst du so viel weniger qualitativ schlechtes Metall. Und ehrlich gesagt, dieses qualitativ schlechte Metall brauchst du halt am häufigsten. Das brauchst du für nahezu alle Werkzeuge. Das brauchst du für Munition. Da brauchst du nämlich auch dieses schlechte Metall. Man kann nicht nur Kupfermunition bauen, das reicht nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Wir leben einfach damit, dass es so ist. Dieses alte Spiel, keine Stamina mehr. Und jetzt müsst neblig werden, dann hätte ich ein Problem. Obwohl, vielleicht auch nicht. Damit komme ich schon ein bisschen klar, denke ich. Hier ist wahrscheinlich wieder die Kirche, oder? Hier ist die Kirche.
Okay, ich muss davor. So. Die Frage ist, was tun wir? Spät haben wir es denn? Kann ich gerade nicht schauen. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Habe ich echt nicht gesehen. Wie konnten Sie ein so großes Schiff nicht sehen? Ich habe zwei Glasaugen. Was mache ich hier gerade? Keine Ahnung. Habe ich jetzt aufgesetzt? Spiel? Ich muss mich ehrlich gesagt langsam an die Camps wagen, in denen die Scharfschützen lungern. Weil ich vermute mal, dass ich da noch mit am meisten Zeug finden werde. Nicht nur am meisten Zeug, sondern auch wahrscheinlich wichtige Sachen. Wo bist du jetzt dagegen gefahren? Hallo? Was? Oh nee! Oh nein! Oh nein! Aber ich schaffe es ja. Los, du schaffst das. Los, Rocky. Warum hat das nur Vorderradantrieb? Verdammte Scheiße, was soll denn das? Ich lasse mir später was einfallen. Alter. Ich bin echt Meister darin, Autos hier festzufahren irgendwie, oder? Moment, bin ich jetzt einfach nur wieder hier. Ich bin gerade mal einmal im Kreis gefahren. Oh nein, ich habe mein Auto umsonst festgefahren. Jetzt habe ich auch gespeichert. Ich bin so doof. Warum habe ich gespeichert? Warum habe ich das getan? Oh, eine Kiste. Was ist das? Tomatensaat. So kriegt man also Saat. Sag mal, warum ist Saat hier mehr gehütet als irgendwelche? Das ist sehr merkwürdig. Soll das so sein? Ich sehe ein Licht. Scheiße, mein Auto hängt fest. Ich muss, glaube ich, so einen Wagenheber bauen. Okay, ich nehme das Nötigste mit. Das Beste und das Nötigste wird mitgenommen. Brauche ich gleich den Wagenheber? Ja, dann muss ich halt laufen. Da bin ich jetzt ein bisschen selber schuld. Okay, habe ich anscheinend schon geplündert. Aber ich habe Tomatensaat gefunden. Das ist in gewisser Weise auch ein Fortschritt. Ich müsste mal auf die ganzen. Vielleicht lege ich mich dann gleich mal mit den Banditen an. Und die ging es doch früher auch hoch.
Fällt mir gerade so ein. Und hier gab es, glaube ich, einen Weg nach unten. Da standen früher ein paar Häuser. Ich glaube aber, die sind weg. Aber trotzdem lohnt es sich vielleicht mal hier ein bisschen hoch zu gehen. In diesen Bereichen. Vielleicht in der nächsten Aufnahme. Wenn jetzt nicht gerade Nebel kommt, ich hoffe, jetzt kommt nicht auch noch Nebel. Würde ich wahrscheinlich erstmal in dieses Haus darin. In dem dann die Zombies sind. Sofern es Zombies sind. Was sind das überhaupt? Infizierte wie ein Seher Billions einfach nur vielleicht. Ich kann es euch nicht genau sagen, was genau das ist. Im Grunde sind sie ja. Infizierte trifft es wahrscheinlich eher. Es sind wild gewordene Menschen. So hieß es ja. Die Menschen wurden wild. Wir sind halt einer der wenigen, die immun sind. So wie es halt meistens ist. Es ist wirklich so, das einzige Spiel, in dem man wirklich nicht immun ist, ist Project Zomboid. Zumindest das einzige, was mir jetzt einfällt. Und in dem es auch keine Heilung gibt. Wenn du infiziert bist, bist du halt tot. Du kannst es nicht aufhalten, nur verlangsamen. Ja, obwohl Resident Evil Outbreak 2. Da war es auch so. Das ist zwar ein echtes Kackspiel gewesen, aber da war es auch so, dass du... Ja, die Infektion ist permanent gestiegen und wenn sie auf 100% war, bist du halt gestorben in der Mission. Wenn du am Boden lagst, ist die Infektion schneller gestiegen. Wenn du in gewissen Bereichen warst, ist sie schneller gestiegen. Erstmal das ausladen und dann legen wir uns nochmal mit den Soldaten an. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir kurz Sprunghechte. Oder Hechtsprünge, keine Ahnung. Nennt wie ihr wollt. Sprunghechte. Die guten Sprunghechte, wer kennt sie nicht? Versuchen wir uns einfach mal zu merken, wo unser Auto steht. Vielleicht fällt es uns ja wieder ein. Also mir. Werden wir sehen. Ich werde auch ohne dieses Auto überleben, garantiert. Aber jetzt pflanze ich erstmal Tomaten ein. Wieso kann ich denn nicht pflanzen? Ach, so läuft das. Das ist einfach nur ein Fehler. Dann hätte ich vielleicht das Brokkoli und... Warte mal, kann ich die Kartoffeln anpflanzen? Dann hätte ich vielleicht den Brokkoli doch anpflanzen können. Hä? Nein, nein! Verdammt, du sollst das nicht essen! Das war blöd. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, okay. Ich habe Glück gehabt, ich habe keine Lebensmittelvergiftung gekriegt. Warten wir mal, ob was draus wird. Also es hätte jetzt echt schief gehen können. Ich hätte jetzt eine Lebensmittelvergiftung haben können. Das bringt mich zwar nicht um, ist aber echt störend. Was kriegt man denn da raus? 175, das ist mir zu wenig. Ich klappe, glaube ich, noch eins, dann könnte ich auf 200 kommen. Ich glaube, eins bringt 25, dann hätte ich auf jeden Fall schon mal mehr. Sogar ein bisschen mehr haben wir noch. Kupfer kann man noch holen. Noch mehr Kupfer. Was bringt mir das?
Muss ich ja zusammen einschmelzen. Sonst bringt das ja gar nichts. Eisenerz. Immerhin kriegen wir zwei raus. Einmal das. Einmal das kriege ich. Ah ja. Kann ich denn mehr Kupfer nehmen? Ne, das geht leider nicht. Also so kann ich es tatsächlich machen. Aber kriege ich bloß einen raus? Ich brauche zwei. Ach, ich brauche einen 200er Wert bei denen. Richtig, das war ja das. Ja. Okay, ich brauche 200er Werte, okay. Wie kann ich das so machen? 154. Ne, es darf einen gewissen Mindeststandard nicht unterschreiten. Das ist aber sehr blöd. Kupfer so bringt mir nicht viel, oder? Ne, ich glaube nicht. Also mehr Kupfer, weniger Zink verwenden. So spare ich auf jeden Fall ein paar Rohstoffe. Das ist trotzdem nicht so schön. Warum und drei Teufels Namen ich Gold habe, ich habe echt keine Ahnung. Ehrlich, habe ich keine Ahnung, warum zur Hölle habe ich Gold? Die sollte ich vielleicht mitnehmen. In die Kombination mit der, dann habe ich eine bessere Chance später, wenn ich da noch dran denke. So, die Flasche packen wir hier rein. Ja, ein bisschen habe ich die Ordnung im Kopf. Wird doch schon besser. Ich möchte noch mitnehmen. Eine Pistole, eine Schrotflinte, eine Maschinenpistole wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Die Axt nehme ich natürlich auch mit. So, dann würde ich sagen, das war Let's Play Mist Survival für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Ein bisschen was haben wir geschafft. Wir haben unser Auto verloren. Irgendwie. Ich kann es mir nicht erklären. Dann bis zum nächsten Mal. Bye.